Ja, hallo, liebe Eisenacher, liebe Mitbürger. Wir sind heute hier vor den Eisenacher Tafeln, wo sich zweimal in der Woche die Bedürftigen, die Opfer der BRD-Gesellschaft, eben mit Nahrungsmitteln eindecken. Und wir machen heute hier eine Aktion unter dem Motto Deutsche helfen Deutschen. Das ist eine symbolische Aktion, die freilich nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Aber wir wollen eben zeigen, dass in erster Linie von Seiten der NPD an die eigenen Landsleute gedacht wird. Die vielen Ausländer, die sich hier eben ihre Lebensmittel rauspicken und eben sehr, sehr wählerisch sind, die bekommen von uns natürlich nichts. Aber wir haben hier heute eine große Anzahl von Tüten für Familien, von Tüten für Alleinerziehende eben hier mitgebracht, um die dann eben den Bedürftigen, wenn sie die Tafel verlassen, noch zusätzlich als Geschenk mitzugeben. Da haben wir hier zum Beispiel ein paar gesunde Sachen, Gurke, Birne, Apfel, Brötchen, haltbare Waren wie Nudeln etc. Also alles, was ein Mensch so braucht, eben um ein paar Tage eben durchzukommen. Und das soll deutlich machen, wir denken zuerst an die eigenen Leute, denn das ist unser politischer Anspruch. Erst wir, dann die anderen. Jetzt werden wir mal ein bisschen weitermachen.